Hallo Herr Pickemart, was stellt Helokabel dieses Jahr auf der SBS aus? Hallo, auch in diesem Jahr präsentiert sich Helokabel als Komplettanbieter im Bereich der Industrieautomation. Von der normalen Einzelader zur Schaltschrankverdrahtung über Servoleitungen, Steuerleitungen, Busleitungen bis zur approbierten schleppkettenfähigen Hybridleitung bietet Helokabel alles aus einer Hand und das ab Lager. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass unsere Sonderleitungen komplett in unserem eigenen Fertigungswerk in Winsbach bei Nürnberg produziert werden. Also Kabeltechnik made in Germany. Was sind Ihre Messe-Highlights? Unser Fokus liegt klar im Bereich der Antriebstechnik. In diesem Jahr präsentieren wir unsere neue Servoleitungsfamilie TopSurf Hybrid in den Ausführungen PVC und PUR. Im Gegensatz zur klassischen Zweikabellösung, also dem Anschluss eines Servomotors mit einer Servoleitung zur Stromversorgung und einer Geberleitung zur Signalübertragung, wird hier sowohl die Leistung als auch die Lageinformation nur noch über eine Leitung übertragen. Voraussetzung für den Einsatz dieser Einkabeltechnologie ist die Verwendung des SIG Hyperface DSL Encoders. Und Helokabel war hier der erste Kabelhersteller, der gemeinsam mit einem renommierten Antriebshersteller einen Systemtest mit über 5 Millionen Schleppkettenzyklen erfolgreich absolviert hat. Ein weiteres Messehighlight ist unsere TopFlex EMV für die Leistungsverdrahtung bei Frequenzumrichtern. Durch die Verwendung spezieller Adermaterialien ist hier eine maximale Temperatur von 90 Grad am Leiter möglich und somit eine erhöhte Strombelastbarkeit zulässig. Last but not least zeigen wir aus dem Bereich Zubehör unsere Helotop Easy. Diese neuartige Helotop Easy Kabelverschraubung verzichtet komplett auf herkömmliche Verbindungstechniken wie Gewindebohrung oder Kontermutter. Ein patentiertes Federeinrastsystem ermöglicht eine schnelle Montage auch an schwer zugänglichen Stellen oder an Hohlräumen, die von der Rückseite unzugänglich sind und damit keine Kontermutter verwendet werden kann. Danke, Herr Pickemart. Gerne.